Wir gehen jetzt alle gemeinsam einkaufen. Die anderen sind leider noch nicht da. Aber wir haben jetzt hier so einen Walmart gefunden und werden jetzt erstmal für den Kühlschrank einkaufen gehen und wollen heute nämlich noch grillen. Was schätzt ihr, wie teuer wird dieser Einkauf? Wir haben gerade schon untereinander gewettet. Mal sehen, was das Ergebnis wird. Okay, Leute, jetzt wird es ernst. Gleich erfahren, wie viel wir zahlen müssen. Das Geile ist, dass die das hier alles einpacken für einen. Das sollte es in Deutschland auch geben. Jetzt wird es spannend. 539. Ist gar nicht besser am nächsten dran. Die anderen Girls haben es auch geschafft. Fix und fertig. 10 Stunden. 10 Stunden einfach. Auf jeden Fall haben wir jetzt Essen gemacht. Sieht richtig gut aus. Wir haben gegrillt und werden jetzt essen. Mach jetzt nochmal einen Tornado. Mach nochmal einen Tornado. Ja. Nächsten Tag. Good morning, friends. Was geht ab? Liebe Grüße aus Palm Springs. Wir sitzen hier gerade alle beim Frühstück. Bruder, Alter. Bruder, warum passiert mir mal Scheiße? Und das ist hier die Ruhe vor dem Sturm. Heute ist Coachella Tag 1. Sind wir motiviert? Krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, alle wären so voll müde. Für die Kamera, Alter. Ist so. Am liebsten würden wir uns eigentlich heute den ganzen Tag sonnen und würden uns wünschen, dass Coachella morgen erst anfängt. Aber it is what it is. Ja, wir werden jetzt erstmal frühstücken und dann werden wir uns fertig machen. Wir haben jetzt zu Ende gefrühstückt und ich dachte, ich zeige euch mal ganz kurz eine Roomtour. Hier haben wir vorhin gefrühstückt. Das hier ist unser Haus. Es ist wirklich riesig. Das geht hier einmal so komplett rum. Ich bin jetzt hier aus dem Wohnzimmer gekommen. Und hier ist dann unser Garten. Uns sind beide Schirme kaputt gegangen. Es war gestern einfach so krass windig abends, dass einfach die Schirme in den Pool gefallen sind und dabei kaputt gegangen sind. Wir haben die jetzt, also den haben wir schon wirklich dreimal wieder rausgeholt, aber der fliegt jedes Mal wieder rein. So sieht es hier auf jeden Fall aus. Unser Pool, da ist noch ein Jacuzzi. Xenia, halb naked. Die Mädels chillen hier gerade. Da hinten wird ein Tornado geäxt, Alter. Yes. Wir haben uns gerade schon ein bisschen gesonnt. Und ja, werden uns jetzt langsam fertig machen. So, die Mädels sind jetzt gerade dabei, sich fertig zu machen für Coachella, Day One. Ich schwöre, es kann nur noch eine Stunde dauern mit ihren Haaren, ey. Mit 6 Meter lange Haare. Was soll es am Ende werden? Erklären Sie mal. Mein Outfit? Nee, die Frisur. Ja, einfach nur Locken. Ja. Wieso sehen die scheiße? Nee, aber ich dachte, da kommt da oben irgendwas. Ach so, ja, du hast noch was. Ja, guck mal. Also einen halben Zopf mache ich auch. Sicher? Meine Wimpern tuschen, damit mir gleich Fake-Lashes aufgeklebt werden können. So oder mehr? Das reicht. Kannst du mir noch den Duo-Kleber geben? Wie? Nee, den anderen. Nächsten Tag. Hello Party People, Tag 2 vom Coachella. Irgendwie komme ich hier nicht dazu, so richtig zu vloggen, weil einfach so viel passiert und wir immer voll im Zeitstress sind, aber ja, heute ist der zweite Tag. Wir haben uns jetzt gerade fertig gemacht. Das hier ist mein heutiger Look. Carina hat mich hier Eyeliner gezogen. Ich finde, es sieht richtig fresh aus. Es ist auch todesheiß heute. Ich werde mir sowas von den Ass wegsweaten, aber egal. Da ist Karin. Die ist heute unsere Fee. Die ist so voll das Gegenteil von mir. Du so voll der Engel, Alter. Und ich so Schlägerei gleich. Nächsten Tag. Okay, wir chillen hier jetzt gerade alle am Pool. Heute ist unser letzter Coachella-Tag. Wir chillen hier jetzt erstmal noch ein bisschen. Und Marvin wird jetzt zum ersten Mal einen Tornado machen. Allererster Tornado. Könnte ich mal so hinstellen dabei? Ich mach keinen, nur er. Nee, du nicht? Nee, Bruder, ich bin nur Lehrer heute. Ansetzen. Und dann hier schon anfangen. Fun Fact ist, Marvin mag nicht mal Bier. Du machst, du fängst oben an und machst oben. Richtig schnell! Flasche drehen, oben Flasche drehen, Flasche drehen! Ex! Digga, nichts können, Alter! Ich hab jetzt Angst, dass ich es auch nicht hinbekomme! Ja. Stell dich mal neben, Marvin! Nein, ich dachte, kann das auch im Sitz machen. Okay, ja, dann let's go! Muss das nicht komplett leer sein? Doch. Amateur.
Da ist zu viel Schaum gewesen von Anfang an. Was soll Martin sagen? Guck mal, sein Schaum. Ja gut, da kam schon ein bisschen Tornado, Junge. Okay, Friends in the Pants, wir werden jetzt eine Runde Bierpong spielen. Let's go. Ja! Ein paar Sekunden später. So, wir haben uns jetzt für den letzten Coachella-Tag fertig gemacht. Ich kann nicht glauben, dass es einfach heute schon der letzte Tag ist. Boah, ist das hell hier. Ich trage... Carina sieht auch geil aus. Ich trage hier heute so einen Baggy-Look. Ich habe hier so eine Latzhose, die habe ich in L.A. in so einem Laden gefunden. Fand ich ganz nice. Mit so einem Bikini-Oberteil kombiniert. Nehme gleich noch so ein Longsleeve-Oberteil mit einem weißes, wenn es später kalt wird. Es wird hier abends nämlich immer sehr, 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 sehr kalt. Ja, Carina hat mein Augen-Make-up gemacht. Ich schwöre, ich liebe das. Hätte ich diese Skills, ich würde mich so jeden Tag schminken. Ich schwöre, ich würde mich jeden Tag so schminken. Ich finde vor allem, mein Outfit passt voll zu Marvins Outfit. I show you. Sandy, Digga, sieht auch fresh aus. Blau steht dir gut. Vor allem, die macht sich jeden Tag das Augen-Make-up selber. Mach mal Augen zu. Junge, keiner wusste, dass sie solche Skills hat und will niemanden machen, ey. Diana sieht aus wie bei Euphoria. Könnt ihr original so eine... Digga, sie aus dem Sportakus. Wie Sportakus oder wie von Sportakus? Von Lazy Town? Wie Sportakus selber. Nein, Mann, ich finde, du passt perfekt bei Euphoria rein. Ah, da ist er ja. Ich habe gerade gesagt, unsere Outfits matchen richtig gut zusammen. Dieses Hemd haben wir beim Universal Studio gefunden. Einfach von Simpsons. Matchen. Unser letzter Coachella-Tag. Bist du traurig? Und normaler Tag. Stimmt, Marvin fliegt nämlich morgen wieder nach Deutschland. Moment, die bleibt auch einen Monat. Ein Monat bleibe ich noch. Ihr Monat, ja. Bist du traurig, dass es der letzte Coachella-Tag ist? Ja. Aber ich glaube, das wird geil. Ja, ich bin auch ein bisschen froh, dass es, weil es anstrengend ist, aber... Ja, man ist auch so ein bisschen froh, dass es jetzt bald vorbei ist. Aber irgendwie ging es jetzt doch ziemlich schnell. Ja. Aber wir freuen uns auf die ganzen Acts heute. Wir gucken heute Carol G, Doja Cat, The Weeknd und Swedish, wie heißen die? Swedish House Mafia. Genau, die. Also heute sind sehr, sehr viele Acts, die sehr, sehr geil sind und die kommen auch noch direkt alle hintereinander auf derselben Bühne. Ja, let's go. Mal gucken, wie lange wir diesmal brauchen, weil gestern haben wir richtig lange gebraucht, einen Parkplatz zu finden. Wir sind gerade aus dem offenen Auto rausgesprungen, um ein paar Fotos zu machen, weil man sieht, hier ist voll der Stau. Wir wollen schon vor einer Stunde auf dem Coachella-Geländer sein, aber es ist halt so viel Verkehr, dass hier sich gar nichts tut. Und wir dachten, okay, komm, wir nutzen die Zeit jetzt sinnvoll, machen ein paar Fotos. Deswegen sind wir jetzt aus dem offenen Auto rausgesprungen und werden hier jetzt so kleine Fotos zerschneiden wegen der geilen Sau. Oh.